Moin moin und hallo, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch wieder in Minecraft. Wir befinden uns wieder auf unserem Server, wie ihr ja auch unschwer dem Titel entnehmen könnt, denn es ist mal wieder Zeit für ein kleines Server-Tagebuch. Heute ein paar Minütchen gucken wir uns mal beim Bauplatz 1 um. Das ist ja momentan so das, ja, sag ich mal, aktivste, was hier läuft, beziehungsweise es wird jetzt wieder aktiver und mir fällt gerade auf mit dem neuen Resource-Pack, was ich habe. Sehen die Bilder ganz schön cool aus, gefallen mir. Boah, das hat was hier. Rawr. So, gehen wir mal raus, gucken. Das ist ja unser oder unsere Verkaufsstände, muss man ja sagen. Marktvermietung bei Zorni, genau, da könnt ihr euch melden bei der guten Zorni. Die hilft euch dann bei der Einrichtung. Hier haben wir übrigens auch Pilze, ne? Da könnt ihr euch ein kleines Pilzhaus bauen. Ansonsten schauen wir uns mal ein bisschen um. Den Platz hier kennt ihr ja schon. Das ist ja im Prinzip unser kleiner Dorfplatz. Und neu haben wir jetzt dieses große Sandsteinhaus. Wer hat denn das gebaut eigentlich? Ach, der gute Schoko X oder Schokox. Schokox? Schokox, ja. Ja, ist noch nicht so viel drin. Die Tür machen wir mal zu, damit keine Viecher hier reinkommen. Ziemlich eng hier, aber das sieht nur so aus. Da sind überall Räume drin. Andererseits hat er hier einen schönen langen Flur gebaut. Ja, bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann eingerichtet wird. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine große Essecke mit vielen Tischen. Oder einem großen Tisch, muss man ja sagen. Würde ich mal sagen, ah, hier kommen wir auch wieder raus. Sehr schön, damit wir nicht überall so rumcheaten müssen und fliegen müssen. Ansonsten, das steht ja auch schon ein bisschen länger hier. Das hat auch der Schokox gebaut. Auch wieder mit jede Menge Öfen hier. Ist auch überall Kohle drin. Da ist er hier am Rumbrutzeln wie noch was. Oh, Ziegelsteine bereitet, oder Ziegel hat er hier. Bereitet da wohl was vor. Uiuiui, der hat ganz schön was gesammelt hier schon. Respekt, mein Lieber. Aber man kann sich das natürlich auch im Shop am Spawnpunkt kaufen. Ist ja nicht so teuer. So, hier haben wir dann die ersten Schafe. Nein, ich wollte sagen, die ersten Pferde sehen wir hier. Gillian heißt der Esel und das Pferd hat keinen Namen. Okay. Gillian, dem Esel... Was ist das denn? Ist das ein Stall? Ach, das ist ein Kuhstall. Ich dachte, da hätte sich eine Kuh drin verirrt. Und ja, wir haben hier ziemlich viele Tierchen. Ich habe nämlich, ja, doch eine Menge hier ausgesetzt, damit das Ganze mal ein bisschen wieder mehr belebt ist, einfach aus dem Grund, dass, weil die Tiere halt leider nicht mehr respawnen. Das ist ein bisschen dämlich, finde ich. Aber naja. Ansonsten geht hier noch so ein Seitenarm. Hier haben wir ein weiteres Haus, nämlich vom guten Bova, sein Flower-Haus. Ey, Mann, Flower-Power, Alter. Sieht ein bisschen aus wie so ein Verkaufsstand hier. Möchten Sie Blumen kaufen? Und hier oben ist leider noch nichts, aber trotzdem süßes, kleines, schnuckliges Haus. Und ich mag die Blumen ja sehr. Oh, hier haben wir auch nochmal ganz viele Blumen. Sieht aus wie ein Blumenladen ein bisschen. Hier bei dem Haus, musste ich eben zugeben, wusste ich nicht ganz, wie ich hier reinkomme. Weil das hier hat nicht funktioniert. So, dann war ich einfach mal so frei und habe mich hier durchgeschlagen. Und habe bemerkt, hier kann man es aufmachen. Und nur wenn dieser Hebel umgelegt ist, kann man das hier zumachen. Saubere Sache. Finde ich richtig cool. Wer hat denn das hier eigentlich gebaut? Ich weiß es, glaube ich. Oder ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ganz schick hier oben. Sieht ein bisschen konferenzmäßig aus. Ja. Auch wieder viele Blumen hier. Wahrscheinlich vom guten Bova gekauft. Und wir fliegen nochmal ein bisschen über die Welt. Hui! Hier der Weg wird, oder die Straße kann man ja sagen, noch ausgebaut. Ist erstmal mit einem, ja, einbreiten Ziegel angelegt worden. Wahrscheinlich haben da die Ressourcen noch erstmal nicht gereicht. Ich kann hier nochmal ein bisschen mitbauen. Ansonsten haben wir hier so ein kleines Haus. Nämlich vom Mötzel. Der hat hier, nee, das Schwein läuft hier nur zufällig rum. Der hat hier schon mal Kühe, der hat hier hinten Schäfchen, Melonen, Kürbisse und ein Pferd hat er auch schon. Hat dieses Pferd einen Namen und Karotten natürlich. Nee, das Pferd hat leider keinen Namen. So, dann wollen wir doch mal vorbeischauen, was er hier gemacht hat. Finde ich ganz neckisch. Ob das jetzt eine Behelfsleiter sein soll oder wirklich einfach aus Deko? Ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich gar nicht mal unschick. Seine Türen hat er auf jeden Fall offen gelassen.
Oh, hier geht's gar nicht hoch, hier geht's nur runter. Ja, dann schauen wir doch mal, ne? Wenn ihr das schon nicht könnt, dann mache ich das ziemlich viel hier unten. Ja, seine kleine Lagerstätte hier. Hier buddelt da irgendwelche Gänge. Das ist, glaube ich, eine Naturhöhle, auf die er hier gestoßen ist, ja. Ah, und hier hat er dann zugemacht. Da ging es wahrscheinlich raus. Ja, das Übliche halt, würde ich mal sagen, was ja fast jeder in seinem Keller hat. Eine eigene kleine Mine. Ist jetzt nichts so Besonderes. Aber trotzdem ganz coole Sache. Ich finde es auch schön, dass das nicht so 100% symmetrisch angelegt ist. Und jetzt wollen wir nochmal am Strand hier gucken. Badepass im... Nein, Badespaß im Bau. Badepass. Badespaß im Bau. Da schauen wir doch mal. Hier hat er nämlich schon mit den neuen Teppichen, die seit der Version 1.6.0 doch verfügbar sind, ist natürlich das liebsten Deutschen im Urlaub, nämlich das Strandtuch, womit er ja alles markiert. Das ist ja fast so wie ja eine Landesflagge, die er in den Strand steckt. Auf jeden Fall ganz cool gemacht hier. Auch schwarz-rot-gold. Mit ein paar Fontänen hier, die aus dem Boden kommen. Ist schon cool gemacht. Praktisch auch noch hier sein Zuckerrohr nebenan. Gefällt mir auf jeden Fall. So, und zum Schluss wollen wir mal gucken, wer hier noch am Bauen ist. Hier war ich nämlich vorhin gar nicht. Auf jeden Fall schon mal eine Eisentür. Hallo. Achso, kann ich leider gar nicht gucken, wer hier am Bauen ist. Keine Kiste oder sonst was. Doof. Haben wir hier eine Kiste oder sonst was? Hier geht's runter. Bin ich mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Auch keine Kisten. Würde mich jetzt interessieren, wer hier baut. Der kann sich ja gerne mal in den Kommentaren melden. Hier geht's nicht weiter. Schade, hätte mich jetzt interessiert. Ja, gehen wir mal wieder raus. Ansonsten, ich könnte euch eigentlich das Adventure kurz zeigen, was ich hier am Bauen bin. Aber eigentlich könntet ihr das auch selber ausprobieren. Ich kann euch aber sagen, momentan ist in den Kisten noch nichts drin. Die sind auch noch private gelockt auf mich, die sind noch nicht public. Da ist aber auch noch nichts drin in diesen Kisten. Es ist also wirklich momentan just for fun. Ansonsten, wer Lust hat, kann ja gerne mal hierhin zu der Turmruine von Teral und in dieses tiefe Loch steigen. Dort unten fängt das Adventure an. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder oder auf dem Server. Bis dahin, haltet die Ohren steif, euer Kabasch.